Hallo liebe Tierfreunde, ich bin Miyuki, die Tiermodi, und falls ihr euch vielleicht auch in meinen Videos für meine Produkte interessiert, schaut doch mal bei mir unten in den Links vorbei, da findet ihr Sachen in meinem Shop. Jetzt auch ganz neu bei Etsy und sogar auch jetzt weltweiten Versand. Ihr könnt jetzt auch europaweit in Österreich, Schweiz und sonst wo auch natürlich darüber auch bestellen. Großes Danke an all die Bestellungen. Ich hing aber den ganzen ganz schön hinterher, weil ich eine Zeit lang krank war. Jetzt kommt ein wilder Vlog, den ich aus verschiedenen Clips halt zusammengeschnitten habe, weil ich endlich was hier präsentieren möchte, wieder auf YouTube. Es ist in der Zwischenzeit richtig viel mit meinen Tieren passiert und dazu gibt es noch ein einzelnes Update, weil auch leider einige meiner Tiere verstorben sind in der Zwischenzeit. Schreibt doch mal, wie es halt euren Tieren deswegen geht, vielleicht auch mit der Hitze. Dazu kommen auch noch mal Einzelvideos hier auf YouTube, auf jeden Fall. Das große Kaninchen-Video mit dem Kaninchenstall, mit dem Außengehege, das folgt jetzt auch. Das wird nochmal ein ganz spannendes Thema. Danke an alle Besteller jetzt auch bei den Sonderanfertigungen. Die werdet ihr jetzt hier auch nochmal einzeln hier in dem Video sehen. Und nochmal ein ganz großes Danke auch an die Wunscherfüllungen hier bei mir. Und auch, dass ihr weiterhin so fleißig trotzdem meine Videos guckt. Das ist echt krass und es gibt auch tierisch wieder hier viel zu sehen. Deswegen auch Däumchen für ein Träumchen. Fangen wir mal an. Hinterrücks werde ich hier von einem kleinen Bärchen beobachtet, der denkt, ich sehe ihn eh nicht hinter dem Laufrad. Kleiner Mann. Hinten haben wir den kleinen Mr. Sandwich. Meint ganz enorm, ja, ich kann jeden stalken hier, aber eigentlich bin ich jetzt hier unterwegs und bin neugierig, was du hier machst. Hallo. Bereit für spazieren? Ja. Ich muss, das wunderschönes Wetter. Ja, Schmuddel-Outfit. Juhu. Komm her. Das war so ein halber Megaslide. Tschu. Das ist Fiesta. Das ist Elode. Ja, die sieht man irgendwie nicht. Und Piñata ist irgendwie am Ende der Welt da hinten. Und Fiesta bewegt sich. Hi, was ist denn los? Ha? Posa mit deiner kleinen süßen Pfötchen da. Und guckt euch mal bitte hier dieses Axolotl-Plüschtier an. Das haben wir auf der Kirmes gewonnen beim Entenangeln. Ja, wir haben richtig hart dafür gekämpft mit den Punkten, dass wir das hier bekommen. Guck mal, wie süß. Und das war jetzt mein Axolotl. Den nimmst du jetzt mit. Ich zeige euch jetzt mal einen Trick, den ich Blue beigebracht habe. Slalom. Super, dauert nur ein bisschen. Du süße Maus. Ja, bitte. Hier ein richtiges Futter, Phrasen. Schau. Okay. Ich muss da mal durch. Ja, hallo. Muss mich immer an, wenn ich gerade was aufnehme. Ja, was ist denn? Nee, die ist im Haus. Ich bin gerade mit den Kaninchen draußen. Ich kann ihn nicht alleine lassen. Okay, jo, tschüss. Ich werde immer angerufen. Immer, wie immer, yeah. Okay. Jetzt sind wir hier bei mir im Garten. Ihr seht, es hat sich einiges getan. Gerade sind die Kaninchen im Freilauf draußen. Wir haben am Abend, die Sonne ist jetzt weg, also es ist deutlich angenehmer für die Kaninchen. Ihr seht, es hat sich halt einiges getan. Und damit die sich mehr halt an draußen jetzt gewöhnen, weil die halt eine Zeit drinnen waren, kommen die immer abends jetzt raus. Alles ganz sicher und ja, die genießen das. Die haben eine sehr schöne Naht. Die sind sehr süß. Und ich bin ein großes Rex-Kaninchen. Und ich mag es sehr, wenn man mich streichelt, weil, ja, ich bin halt ein sehr verkuscheltes Kaninchen. Ich habe erst gedacht, die hätte da irgend so eine Infektionskrankheit da an der Nase. Aber die hat auch hier, wenn sie mich euch das jetzt hier zeigen lässt, am Öhrchen hat sie ein Stückchen weg. Da oben. So eine Kniepe, da haben die beiden wieder gekämpft. Und ein super toller Freund hat hier eine rübergebraten, ne? Der hat dich hier mittendrin gebissen. Der ist auch super. Da haben wir Sir, ich bin brutal und greife alles an. Und im Freilauf ist er einfach, ja, geil, Freiheit, super. Würden Sie die Kamera jetzt angreifen? Oder würden Sie einfach wegkoppeln? Geht auch. Ja, Leute, das ist keine Fleischwurst. Das ist der Rest von einem Ball von der Blue. Ich möchte mal gerne sagen, den hat meine Frau aus New York mitgebracht, als sie da war. Der sollte angeblich super strong sein. Ich weiß nicht, was da super strong ist. Muss ich aufheben. Kollege, mach nicht meinen Apfelbaum kaputt, okay? Da müssen wir noch einen Schutzwenn überhaupt drauf bauen. Aber er hoppelt einfach rum. Boah, er hat sie mal nicht gehauen. Super.
Ich habe aus Versehen ein falsches Gewächshaus geholt. Das andere ist nämlich kleiner. Und das passiert, wenn man mich holen schickt, was kaufen. Kriegen gleich bestimmt wieder ihre Zoomies hier. Guck mal, und er ärgert sie auch noch da. So schlimm. Er sieht süß aus, aber sein Charakter ist nicht so süß. Wenn ihr einfach Gartengeräte aufbaut und eure Kanickel wollen euch dabei helfen. Ja, das läuft hier so. Ist er da schön in der letzten Ecke? Ist er geil? Ja. Kannst du da deine bösen Pläne schmieden? Ich mache jetzt mal fettes ASMR. Voll mit Blende-Optik. Huch, Gesundheit von Kanickel. So von der neuen Lampe. Blendet, während ich dich filme. Was ist das? Also, die Kaninchen sind wenige Schritte davon entfernt, komplett draußen zu sein. Und ja, auch wenn sie süß sind, ihr wisst, er ist ein Killer. Sie ist gar nichts, aber er ist eigentlich das Böse in Person. Oh mein Gott, ich habe mich gerade erleuchtet damit. Ich musste selber mit der Kamera noch klarkommen. Von der Wunschliste sind sogar auch kleine Pakete angekommen. Ich glaube, sie möchte sie wie immer auch hier öffnen. Für die süße kleine Pizza, die kriegen auf jeden Fall die Kaninchen heute. Wir haben eine ganze Armada von Welsen. Ich habe keine Ahnung, welche Welse wir eigentlich alles besitzen. L108 was? 91. L181. Venezuela Panzerwelse. Ja, Mini. Und noch andere. Wir haben viele Welse. Wir haben ganz viele. Was könnte da drin sein? Hm. Oh mein Gott, ein Fitnessball. Die lieben den. Die lieben den abgöttisch, diesen Fitnessball. Den kriegen die auf jeden Fall gleich. Mein Gott, lieber Erik, das ist richtig. Mein Gott, danke schön. Ich glaube, T-Rex könnte einfach alles, die ganze Packung essen. Da muss ich immer gucken, dass ich es rationiere, weil die so viel davon frisst. Danke schön. Habe ich da Schinken gehört? Sind das Kekse? Sind die für mich? Das riecht aber sehr verdächtig. Die sehen aus wie so kleine Mini-Steaks so. Isst du das hier gleich selber? Ich verstehe das nicht. Blue, dreh dich. Sitz. Petita. Oh Gott. Petita. Petita. Genau, eine Riesenpfote. Leave it. Okay. Ja. Ah nee, so ist aus und so ist die Erleuchtung. Okay, ja, alles klar. Das sind jetzt hier Auftragsarbeiten in Bund. Die könnt ihr aber jetzt auch alle individuell bei mir im Etsy-Shop bestellen. Ist für euch unten verlinkt. Das ist das kleine Schlummerhäuschen. Das ist so ein Rundungshaus und mit diesem Motiv ist es nicht einfach Zuckerschock hoch 3000. Und das ist hier vom kleinen Mr. Mooncake. Das ist jetzt was übrig geblieben ist an Verschnitt. Daraus mache ich dann eben halt Sachen, die ihr bei meinem Shop direkt kaufen könnt. Also ohne Wartezeiten. Und hier nochmal gesagt, ihr könnt auch bei meinem Etsy-Shop jetzt individuell euch, wenn ihr bunte Watchboxen haben wollt, die selber auch zusammenstellen, passend auch zu eurem Hamster. Also wenn ihr dann eben halt einen Hamster habt, der vielleicht eine Fellfärbung hat oder sonstiges. Hier Creme-Weißband-Hamster war gewünscht, ne? Hier eben halt dann einen, der so aussieht. Und auch hier einen weißen. Das könnt ihr euch dann alles individuell halt bei mir in meinem Shop dann auch zusammenstellen lassen. Ja, ich habe so oft schon in meinen Gassi-Vlogs gesagt, Leute, ich werde nie krank. Aber ich lag fett fast 2 Wochen mit einer mega Sommergrippe, glaube ich. Weil ich hatte Fieber. Ich hatte Schwindel, ich hatte alles, boah. Und deswegen habe ich jetzt so reingehauen, noch die Bestellungen halt alle fertig zu machen. Es tut mir echt leid, dass ihr so lange darauf warten musst, aber das ist halt alles hier handmade. Und wenn ich dann flach im Bett liege, wirklich Leute, da konnte ich nicht weitermachen. Und danke für euer Verständnis da. Und jetzt müssen wir einfach Gas geben. Ich habe wieder so viele Ideen gesammelt und so viele neue Produkte sind auch online. Und ich denke mir nur so, Mann, Grippe, geh weg. Lass uns jetzt loslegen, auch wieder auf YouTube. Ihr könnt da einmal nochmal das Bauprojekt der Kaninchen bewundern. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt hier in diesem Vlog dann auch zu sehen ist. Das ist der Nachbarshundi. Und die untere Konstruktion, die noch nicht ganz fertig ist, auch für den kleinen abgedichteten Stall eben halt, damit es im Winter mal schön warm hat. Ich hole mal die Blue. Überall Türen in dem Haus. Hund, komm raus. Bist du eine Blue oder bist du ein Blöd? Na, oh nein, das habe ich gar nicht gesagt. Weißt du, wie der Blödsinn? Mit dem Nachbarshund, ja. Das habe ich mir extra für den Vlog hier aufgehoben. Das ist Futter für die Axolotl, packe ich jetzt für euch aus. Papier, ja! Ich sehe aus, als hätte ich eine Power-Ray-Figur. Ein bisschen neues Futter, das sind 500 Gramm. Das sieht sehr yummy aus. So ein bisschen Axolotl-Futter haben. Du frisst einfach alles. Ich schmeiße mal ein bisschen was rein. Ich guck doch schon. Oder rein geht sie doch nicht.
Es ist genau vor deiner Nase da. Da kannst du direkt zuschlagen und den phrasen. Du schaffst das, Elote. Wir glauben an dich. Ja! Ich hab's auf Kamera, endlich. Die Fische versuchen wir natürlich auch irgendwie zu fressen. Hier der Zebra-Bärbling zum Beispiel. Aber wenn sie nicht aufpassen, fressen die Axolotl die. Und gerade habe ich auch ganz viel an Guppi-Brot da drin. Mutter hat einfach mal orangene Augen. Das ist mir nie aufgefallen. Jetzt wollte ich euch mal einen kleinen Einblick noch gewähren in eine Auftragsarbeit. Was ganz Besonderes hier, weil das jetzt auch meine erste Arbeit in dieser dimensionalen Größe ist und weil das jetzt hier für Zwergratten ist. Wir haben hier von der Kundin einmal alle ihre Rattis, sogar mit einer Verstorbenen hier, als Gravur und eben halt gemalter Grafik mit ganz vielen Herzen drumherum. Das hat sich dann noch so ergeben, weil ich hatte das hier dann auch hinzugefügt. Hier sehen wir auch nochmal drei kleine Herzen. Hier die Eingänge und das ist ein Mehrkammernhaus, also mit abnehmbarem Dach und großen Kammern hier auf Maß geschnitten. Hat jetzt leider auch etwas länger gedauert, weil ich eben halt, wie gesagt, unverhofft dann krank geworden bin. Ich habe mega lange gebraucht, auch um einen passenden Karton zu finden. Das geht jetzt auch auf die Reise und ich freue mich, dass ich das euch jetzt hier auch mal zeigen kann. Weil schaut euch mal bitte die Grafik an. Die ist so süß. Ich glaube, ich werde auch mal sowas für meine Hamsterchen machen, so mit ganz vielen Herzen drumherum. Das ist einfach super, super niedlich. Man sieht es nicht so gut, weil jetzt die Belichtung total auf volle Pulle ist. Aber das ist jetzt auch die finale Farbe hier, weil es wurde sich rosa gewünscht. Ganz spezielles Sandbad auf Maß. Es stellt sich nicht scharf hier. Ich versuche es nochmal. Hier ein Ecksandband, auch mit Wunschgravur und auch Wunschmaßen. Na, sowas habe ich auch noch nie gemacht. Dann nochmal das gleiche, aber hier mit so einem Galaxy-Sternenhimmel und auch hier 20 cm, damit auch dementsprechend eingestreut wird. Ich hoffe, ich bekomme Gehegebilder, weil ich das wirklich auch mal dann in live halt sehen möchte. Und ich finde das halt super. Für beide Hamsterchen wurde sich halt hier auch dann zwei Sandbäder, damit auch jeweils alle Hamster glücklich sind, bestellt.